Hello, folks, it's tea time. Welcome back to Fallout London. Ja, und damit willkommen zurück und so. Ich habe Uma gefunden. Die geht mir so hart auf den Sack. Ich stehe so kurz davor, die in die Thames zu werfen, ja. Die haut hier ständig diesen Farmersatz raus. Und jedes Mal steht die im Weg, dann rempel ich die automatisch an und dann quakt die mich voll, dass ich die angerempelt habe. Ich bin so froh, dass ich die jetzt hoffentlich abgeben kann. Erstmal ist die bis ans andere Ende der Karte gerannt. Da muss ich die dann einsammeln, dass ich die jetzt wieder hierher bringen darf. Zu Yvette. Uma, thank God you're alive. Great work, Ich weiß nicht, ob ich Labrat. das auch so I'll sehe. take her from here. Let's split up and draw their fire in opposite directions. We'll meet you back at the safe house. Okay, zurück ins Vagabond Safe House. Oh Gott, bin ich froh, wenn wir die abgeben können. Ich habe mit ihr einen ganz kurzen. Oh, Spielzeugtruck. Oh, was ist denn hier los? Megafund. Ich habe mit ihr einen kurzen Abstecher gemacht. Hier hinten war irgendwie ein Fabrikgebäude. Ist sie gerade durch eine Mine gelatscht? Nee. Wo seid ihr denn hin? Ach, wie, die verschwinden dann einfach und ich muss jetzt. Ah, okay. Krass. Na, aber ist doch cool, wenn die jetzt weg sind. Das hat die wirklich durch die Mine gelobt. Also muss ich mich um euch jetzt nicht kümmern, ihr macht das alleine. Wir sehen uns im Safe House. Passt auf euch auf. Okay, cool. Die Girls sind weg, jetzt können wir machen, was wir wollen. Und zwar, pass auf, dann machen wir das jetzt mit der, mit dieser, ich glaube, das ist eine Medikamentenfabrik oder sowas gewesen. Und ich konnte aber. Oh. Ja. Ich konnte nicht weitermachen, weil diese Yuma mir so auf den Geist gegangen ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Und die hat ständig meine Minen ausgelegt. Ja, da sind Ghule drin. Teil davon ist halt gut machbar und ein anderer Teil ist halt. Also einer davon glüht. Den habe ich jetzt liegen lassen. Das wollte ich mit euch machen. Aber halt nicht mit der Frau da als Anhang. Das gleich hier vorne. Und ich habe jetzt. Wir hatten noch einen Levelpunkt übrig. Ich weiß gar nicht, wann der entstanden ist. Den habe ich in Stärke investiert, weil ich doch glaube, es macht schon Sinn, zwischendurch auf Nahkampf auch unterwegs zu sein. Ja, also so eine Kombi, ich denke, das ist auch so gewollt und ich finde es ehrlich gesagt gut, weil man konnte das ja immer komplett umgehen. Und so hast du Stärkebus gebraucht für Tragegewicht. Und hier, finde ich, spielt Tragegewicht jetzt nicht so richtig eine Rolle. Bei anderen Fallout-Spielen, da bin ich nach 5 Minuten überladen. Hier geht's Tatsache aus Gründen, die mir noch nicht so richtig klar sind. So, hier unten müsste jetzt safe sein. Ja, hier habe ich schon ein paar erschlagen. Und dann geht es hier eine Etage höher. Und da geht der Punk ab. So, mal kurz gucken. Also hier kam schon echt ein guter Schwung. Die hat natürlich Yuma alle angelockt, weil ich habe einen coolen Trick für mich rausgefunden. Dass ich manche Ghule wenigstens, wie sagt man hier so, im Sneaky-Mode erschlagen kann und dadurch dreifachen Schaden mache. Und dann geht das mit einem Brecheisen schon mal klar. Wo wäre das denn? Ich habe die Hoffnung, dass wir ihm so ein bisschen die Beine wegsprengen können, dass er sich nicht mehr so bewegt. Weil die springen einen ja an und dann ist man tot. So, kurzes Ausrüsten, ja. Wir müssen das ein bisschen planen. Auf jeden Fall die Minen. Die Schrotflinte müssen wir auch wieder auspacken. Eine Pistole drauf, die Crowbar auf jeden Fall. Submachine Gun, glaube ich. Das müssen wir vielleicht. Packen wir das mal auf der 7? Oder auf der 8? So. Okay, das wird jetzt echt interessant. Ist das hier, was wird hier angezeigt? Ach so. Quick Save. Ich komme nicht an ihn ran. Dafür ist unser Schleichenwert zu schlecht. Ah ja, er hat jetzt Bock. Er steht auf. Er ist doch echt ein Fuchs, ne? Jetzt läuft er da hinten lang.
Oh. Das macht ihm ja gar nichts aus. Weil er mehr holen, dann war's schon. Oh. Ist das heftig. Wenn wir die Beine nicht wegkriegen. Und überleg mal, ich hab den... hab ihn gerade gecrittet am Bein mit einer Schrotflinte. Und er sagt so, ja. War ein netter Versuch. Gut, dass er leuchtet. Nein, nein, plötzlich auch. Warum habe ich denn die Crowbar in der Hand? Ja. Jetzt kann ich nicht springen, Alter. Oh. Das eine Bein ist fast weg. Jawohl. Wir sind zwar fast gestorben bei der Aktion. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt noch hauen kann. Ja, perfekt, dass er jetzt... Oh ja, jetzt kommen die Kollegen, oder? Aber da können wir unsere Crits ein bisschen aufladen vielleicht. Lächerlich, ey. Und zwischendurch die Schüsse landen. Oh, der strahlt, der Hund. So eine Sau. Haben wir noch Antistrahlungsmilch in der Tasche? Ramen Burger. Was machen die Dr. Leaves? Oh, verstrahlen sogar. Ist ja bitter. Können wir uns das Kids Meal mal gönnen? Komischer. Ach, guck mal hier. Aber die gute habe ich nicht mehr. Aber ein bisschen Strahlungsresistenz wenigstens. Okay, speichern wir nochmal. Ah. Ja. 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 Der Schaden ist echt richtig süß. Dann nochmal an die Sicht schießen. Oh. Also da haben wir uns einen guten Gegner ausgesucht, aber die Taktik war nice von uns. Gleich haben wir. Was ist das für eine Trefferchance? Wie nah muss ich da ran? So. Ist Schluss, Kollege. So, nee. Was man mit der Schrumpflinde machen soll. Pass auf, dann gibt's so 20 Erfahrungspunkte. Oh. Was ist er denn hingeflogen, bitte? Scheiße, wir müssen nach unten. Oh, bin ich schon. Schon mal vorbereitet. Ah, sieht schon cool aus, wie auch die Umgebung beleuchtet wird. Jetzt müssen wir die anderen finden, die hier noch rumrennen. Scheint ja irgendwo noch höher zu gehen. Fühlt sich auch gleich viel sicherer. Wie viel Platz habe ich noch? Okay, jetzt wird es schon wieder knapp.
Wir fahren gleich hoch. Ich möchte nur noch kurz schauen. Ich glaube, hier war ich. Wir brauchen tatsächlich auch ein bisschen Keramik für manche Waffen-Upgrades. Oh, hier ist jetzt höher? Going down. Nee. Hä? Dann war wieder unten in der Lobby. Ja. Hier will ich gar nicht hin. Ich möchte ja hoch. Going up. Going up. Going down. In Ordnung. Aber er zeigt ja auch bei den Gegneranzeigen noch weiter nach oben. Also irgendwo muss es ja einen Zugang geben. Was hier mit? Ach, guck mal. Sauber. Irgendwo war hier noch eine Matratze für ein Powernap. Da. Uns vielleicht mal merken. Natürlich gibt es ja Anlass zur Sorge, weil warum sollten hier jetzt die Gegner leichter werden? Ja. Da hinten schleicht schon irgendwas Reuti rum. Ja, der legendäre Ghoulstalker. Der kniet sich jetzt dahin. Bitter. Es hat ihn einfach gar nicht gestört. Ah ne, er ist mutiert. Der hat uns doch nicht auf dem Schirm. Leute, wir verdrücken uns nochmal kurz. Vielleicht können wir dem gleich nochmal so einer aufpilzen. Oh, der kommt. Fuck. Der kommt. Habe ich die Mine ausgewählt? Eine. Wir haben nur noch eine Mine. Ah. In die Beine. Na komm, den Schuss machst du doch. Ah. Au. Schnell wieder hoch. Das war's. Legendäre Ghule haben legendären Shit bei, Leute. Chameleon Hooligan Left Leg. Gegner fällt es schwerer, uns zu entdecken. Wenn du schleichst und dich nicht bewegst. Also Müll. Bin ja jetzt nicht so auf Schleichen ausgelegt. Ich glaube, das ist... Es wird ganz schön schwer werden, ohne Drogen hier klarzukommen. Also da habe ich mich ganz schön gehandicapt. Wir müssen uns erstmal gleich komplett heilen. Eine Arzttasche. Über uns ist immer noch Verkehr. Das ist der Papierkorb-Trick ist auch nicht schlecht, ne? Da weiß gar nicht, wo war denn das? Da, oh, was? Nein. Da stand da einfach nur Door, dann geht man doch nicht in andere Bereiche. Das war, glaube ich, im vierten Fallout-Teil, ne? Da haben sie eine Kakerlake runtergesetzt und du konntest die nicht angreifen, weil dieser Mülleimer da drüber gestülpt war. Und sie konnte dich aber verletzen, glaube ich. War ganz eigenartig, war wie so ein Panzer ringsrum. Gar nicht mal so gut. Oh! Guck mal da hinten. Boah, die hat die heigespuckt. Ne, den Turm lass mal. Mitten Lurk Queen. Kaum beschädigt.
Was ist das hier? Ach so, Shell. Es gibt doch eine ganz. Wenn du das triffst, aber wir haben ja keinen aufgeladenen Crit. Ah, ich wusste es. Oh, und tot. Ich wollte hier aber auch nicht her. Das muss man auch sagen. Schnell wieder rein. Ei. Krass, aber wenn wir die jetzt irgendwie so ein bisschen, ne, wegzecken können, das ist bestimmt ein paar Erfahrungspunkte wert. Und vor allem hat die bestimmt leckeres Fleisch bei. Weil hier habe ich wieder irgendwie Bock, Lebensmittel herzustellen. Da oben sind die. Die untoten Schweinebacken. Euch ziehe ich die zerfledderte Haut ab. Gleich. Und es macht hier auch unheimlich Spaß, sich umzuschauen. Das ist ein Holotape. Können wir die Zigarette in den Mund stecken? Ja, wir müssen mal gucken. Ich habe schon gehört, es soll eine Übersetzungsmod geben. Also zumindest für die Texte. Und das werden wir uns demnächst mal aneignen irgendwie. Ich mache mich mal schlau. Weil ich meine, ich verstehe vieles, aber so ausgereift ist mein Englisch dann doch nicht. Wäre schon schön, wenn man mehr versteht. Oh, hallo. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier meinen Sneaky Trick anwenden können. Wenn man nämlich nah genug rankommt, zählt nicht. Kleiner Problem. Das Ding ist halt, damit triffst du nichts, ne? Sieht mir dafür auch die Munition aus. Oi. Oi. So, wir beseitigen jetzt erstmal kurz Strahlung. Mit Right Away. Und obendrauf gibt's ein schönes Steak. Habe ich noch einen Burger? Ich hab Bock auf den. Oh. Das ist natürlich top hier. Aber einen Burger habe ich auch noch. Oh yeah. Okay.
Ich finde, das ist so viel cooler. Das Survival kommt viel mehr durch. Du musst viel mehr diese Mechaniken nutzen, ne? Dass du wirklich auf bestimmte Körperteile schießt. Für mich wird das Schrotflinte aber noch sicherer gerade. Ist das so ein Raum für einen Mitarbeiter, den du den ganzen Tag nie sehen willst? Oder war nicht hier so ein Testzimmer? Oh. Das ist jetzt hier nicht so richtig gut gelaufen. Liz? Eine Testdroge? Er ist richtig hart in die Wand gereiert und dann den Sturm. Oh, hartes Schicksal hier. Wir können Experten. Das war nicht verkehrt. Die Frage ist jetzt für mich allerdings, wie kommt man denn jetzt noch höher? Da jetzt raus. Muss ich jetzt doch noch mit dem Fahrstuhl fahren? Kratzfloor. Überraschungsangriff. Macht euch bereit. Hey, shit. Damit ist das Überraschungsmoment fehlgeschlagen. Ja, ist gut, Kollege. Was? Top. Top. Alles ist verkrüppelt. Was fällt dir ein? Gut, dass du festhängst. So, jetzt müssen wir eben irgendwie... die Beine abreißen. Das war nicht er. Nein, komm. Hör auf jetzt hier. Schieß ich dir den Schädel weg? Oh, so ganz ohne Tricks kriege ich das nicht hin. Oh. Penetrating Automatic Gun. Ignoriert 30% der Energie- und Schadensresistenz des Ziels. Und ein Kickball gibt's mit dazu. Und wir sind überladen, gibt's auch mit dazu. Dann esse ich jetzt unser Stück Superfleisch. Wo ist es hin? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Ich hoffe, da wird vielleicht auch noch was dran gemacht. Wie hieß denn das? Das waren Rippchen oder sowas, stand da mit dran. Ribeye Steak, nee. Hier. Einmal komplett heilen und ein bisschen mehr tragen können. Nein, Mann! Oh, okay. Okay, hat nicht funktioniert. Und er ist hier mit verbrannt. Er ist der hier die IP gegeben hat. Oh, das sieht aber schön aus hier. Doctor's Terminal. Ah, da komme ich nicht ran. Das ist advanced. Ärgerlich. Vielleicht ist das ja später auch noch so eine Quest-Sache hier. Ey, das haben sie wirklich schön gemacht. So diese ganzen kleinen Assets.
Ja. Nice. Danke. Na gut, okay. So, hier hinten ging es ja auch noch weiter. Ah, okay. Also entweder sollen wir da noch nicht hin, oder ist halt ein Fehler. In Ordnung, aber wir haben hier schon mal aufgeräumt. Vielleicht, ne, wie gesagt, müssen wir da wirklich noch hin. Jetzt hätte ich gesagt, wir gehen hier raus und machen dann eine Schnellreise, aber das funktioniert nicht. Weil das Geschütz ja böse ist. Und die Meyerlock-Königin dann auch und dann reißen uns wieder alle den Hintern auf. Deshalb gehen wir hier raus. Ah, schön. Das hat Spaß gemacht. Das war schwer. Ah, was fetzt. Ja, bei Wasteland Reborn, da waren wir ja dann so schnell, so stark, da hat es ja schon gar keinen Unterschied mehr gemacht, wo du hingeschossen hast. Ich habe sowieso mal alles getroffen. Dann müssen wir jetzt noch das Safe House entdecken. Ein Schluck kalten Kaffee. Da müssen wir auch noch hin hier. Zum Anfang halt hart ignoriert. Aber scheint ja nicht zu verfallen. Jetzt überlege ich gerade, hier ist ja die Kneipe irgendwo von denen, ne? Wo war das denn? Das ist ja doch nochmal woanders. Naja, egal. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Das ist komisch, warum man eigentlich nicht aus Innenräumen reisen darf. Also zumindest, wenn es freigeräumt ist. Wäre ja eigentlich völlig in Ordnung, ne? Würde man sich eine Ladezeit sparen, das Spiel auch. Win-win-Situation für alle. So. Mal gucken, da hat uns da gar keiner eingewiesen damals. Das Licht bringt draußen so richtig viel. Das wird's nicht sein. Ist auch nicht zugänglich. Wow. Das ist gut versteckt. Smoking Lounge. Get in here. Lock the door behind you. We did it. I can't believe we pulled it off and we're all back in one piece. My heart is literally beating out of my chest. You should have seen how those syndicate dogs scattered when the bomb went off. Like little puppies leaving trails of piss behind them as they ran. It was beautiful. I've got to be honest. I was not thrilled to see you when you first showed up. But I'll be damned if you didn't save the day. Thank you. Ja, gerne. Wenn ihr nicht alle so schnell sprechen würdet, würde ich auch ein bisschen was verstehen. Alles um diese Hunde anzupissen. Hm. Ich verstehe die Feindschaft auch gar nicht so richtig. Well, it's very much appreciated. I'm sure Blind Nelson and Gaunt will feel the same way. Hello, Tommy, are you alive? Over.
Good to hear your voice gone. And thanks to our trusty lab rat here, me and Uma are alive and kicking. Oh, it's not gone. It's Johnny. Christ, it's good to hear your voice too. You guys shouldn't run off like that. Go on, one best pleased. Threw a chair at Nelson, he did. Yeah, they're right here beside me. Over. Oi, lab rat. Nice work out there today. I think I speak for everyone on this end of the microphone when I say you finally proved yourself loyal to our little family. Yeah. I better come back to see what Gorn has to say, though. Better get your bums back to the Swan when the heat dies down. Over and out. Over. Over. Also er meinte, wir haben uns bewiesen in dieser kleinen Gruppe da, bei den Vagabonds, für die Aktion. Vielleicht darf ich da jetzt die Bude leer räumen, offiziell. Oh, guck mal. Zigarettencard, Wild Animal Nummer 43. Was ist das denn? Pfö. Schön hier. Wie dass das so versteckt lag. Der kommt natürlich mit. Wodka Bottle. Bottle. Ich habe noch kein Kleidungsstück gefunden, was irgendwie ein paar Werte verleiht, ne? Ich hätte schon gedacht, dass. Also bis irgendwo muss es bestimmt sowas geben. Ach so, ein Öl, der ist einfach wieder raus, weil ihr euch so sicher seid, oder was? Okay. Newspaper, Ledertasche. Hm. Na gut. Nee, hätte man sich jetzt, also, nee. Ich wollte gerade sagen, das könnte man sich ja auch immer klemmen, so diese kleinen Abstecher in diese Räume, aber halt nur aus dem Grund, weil das halt immer so lange lädt, dann immer wieder raus möchte. Und jetzt wäre es cool gewesen, einfach zu sagen, Schnellreise, los jetzt. Aber ich glaube, das heben wir uns für nächste Folge auf. Das war dann dahinreiten zu Gaunt. Ich würde mich gerne noch kurz hier ein bisschen in der Umgebung umschauen. Wenn das Spiel mir die Möglichkeit gibt. Du, du, du. Du, du, du. Ich finde das immer noch beeindruckend, wie das auf einmal auch läuft, dieses Spiel. Also, wenn man bedenkt, was ich vorher für Probleme hatte. Es war nicht spielbar. Und dann auf einmal, es gab ja jetzt kein Update dafür oder so. Und ich habe vorher auch schon die Sachen installiert, die empfohlen wurden. Und, aber halt jetzt bei der 5. Installation auf einmal dann, ja, jetzt kannst du einwandfrei spielen. Ich hatte seitdem keinen Absturz mehr, seitdem wir dieses Let's Play angefangen haben. Nichts. Einwandfrei. Einfach nur sonderbar. Ja, ist ja dunkel. Oh, oh. Hä? Kommt bestimmt gleich wieder diese Terrormarienkäfer, die hier einfach nur auf so einen mittellosen Mann warten. Oh, hier geht's, glaube ich, ins Zauberministerium. Universelle Callbox. Activate. Sieht nicht. Ah, okay. 15 Stück gibt's davon. Public Call. Ja? So kleine versteckte Sachen, ja? Ja, nehmen wir einfach die offizielle Tür. Soll helfen. Nochmal so ein Bierfass auf den Rücken schnallen. Scheint nichts weiter zu holen hier. Ich dachte, hier liegt vielleicht noch eine Karte rum, wenn das schon so ein bisschen versteckt ist hier alles. Ging es dann hier noch irgendwie in eine andere Richtung? Wir können ja mal gucken, ob wir dieses andere Volk da noch entdecken. Was der Gorn zu Anfang meinte, wo wir auch hingehen könnten, theoretisch. Jetzt komme ich hier rein. Hä?
Level. Ja, vielleicht ist durch die Kraft auch meine Sprunghöhe verstärkt worden. Wie liegt denn jetzt in die Laufen? Okay. Glass Pitcher. Bin ich denn hier? Ich bin doch die Luft zurück. Was? Ah, wir müssen hier lang. Aber hier geht's ja auch noch lang. So, wir noch mal so einen Hirsch erschlagen oder so. Das Steak wäre echt brillant. Vor allem muss ich es demnächst nachlassen. Und dann haben wir das Problem, dann muss ich irgendwie versuchen, was loszuwerden. Ich glaube, das hat hier keinen Sinn. Und so, irgendwo hier die Straße runter. Guck mal, hier wird so ja irgendwie ein Laden angezeigt oder so. Jetzt ist es soweit. Achso, wir haben ein Level abgekriegt. Wo geht's hier hin? Gatherer. Ey, der sieht übel cool aus. Darf ich den? Ich schlag den jetzt, oder? Oder wollen wir erstmal versuchen, den anzusprechen? Der sieht richtig episch aus. Und der hat nur einen Gehstock. Also nicht, dass man mich damit jetzt nicht fertig machen kann. Ah! Du bist eine Krokette, Alter. Warum darf ich gespannt? Aber nur 10 Meter neben mir geschossen. Ja, den hätten wir sauber erschlagen können. Gatherer Cape. Das sieht richtig lässig aus, ohne Spaß. Aber dann haben wir natürlich null Rüstung. Das Cape kann man anlegen? Ach, als... Naja, das findet ja nun mal gar nicht statt. Als Ersatz für den Rucksack. Das hätte man ja ohne dazu packen können. Das ist ja bescheuert. Dann darf ich nicht. Kriege ich ja meinen Abzug. Ach, das ist ja doof. Schade. Kann ich diesen abgefahrenen Helm nicht aufsetzen? Das ist natürlich viel leichter als unsere Spike Armor, die wir irgendwann mal aufgesammelt haben. Das sah schon cool aus, aber wie er hier versteckt lebt im Dreck, ja? Das war auch Quatsch. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Die Folge ist extrem lang. Ich werde uns mal noch ein bisschen einen Schlafplatz suchen.
um wieder für schönes Licht zu sorgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Ich bedanke mich, dass ihr am Start wart. Habt einen schönen Abend. Haut rein. Sir, Sie haben Stimpack für mich. Danke.